Was wollt ihr? Oh, er möchte meine Milch? Kacke stinkt, ein Affe singt, Gnus Video beginnt. Panda Lord, was willst du mir bitte damit sagen? Zu riesigen Nebenwirkungen schreiben Sie auch Ihr Fiebertraum-Kommentar in die Kommentare oder lassen Sie es. Willkommen zu einem neuen Video und heute betreten wir die Welt einer Kellnerin. Und ich möchte an dieser Stelle einmal Props an alle Kellner und Kellnerinnen da draußen sagen. Das ist ein übel krasser Job für Männer und wie für Frauen. Er kann richtig undankbar sein, wenn die Kunden einfach undankbar sind und einen anmotzen ohne Grund. Ich habe da schon so oft mitbekommen, dass gerade Kellner oder Kellnerinnen fertig gemacht worden sind wegen Gründen, wofür sie gar nichts können. Deswegen einmal Herzen in die Kommentare und Liebe an alle Kellner und Kellnerinnen da draußen, die das jeden Tag durchziehen und freundlich sind. Meinen allergrößten Respekt. Ihr macht einen tollen Job. Ja, und deswegen dachte ich mir, treten wir heute mal in die Fußstapfen. Es wird nicht einfach werden. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet und wie wir mit undankbaren Kunden oder Sexismus in diesem Game umgehen werden. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Lass einen Daumen nach oben da, über ein Abo würde ich mich immer sehr freuen und let's go. So, Tag 1, was geht hier denn so? Okay, das sind also meine Kunden. Das sind Story-Geschichten. Okay, okay, okay. Was kann ich hier machen? Einfach mein... Oh, okay, ich fange mit dem Anfangsstift an. Hier kann man sich auch dann Outfits wählen. Könnte also ein richtiges Hooter-Girl werden. Okay. Let's go. Tag 1. Tap to start. Okay, da will jemand was. So, was willst du? Schönes Restaurant. Ich nehme ein Steak, bitte. Okay, schreiben Sie Ihre Bestellung. Kann ich die auch einfach malen? Ich kann ja gar nichts schreiben. Oh, jetzt. Oh, verdammt. Er will ein Steak. So, next. Okay, sieht aus wie ein Herz. Er hat ein Kuhherz bestellt. Okay, ja, das war jetzt ja wirklich machbar. Hier, bitteschön. Oh yeah, oh, look at this. Erstaunlich. Er sieht so mein Kuhherz da unten und sagt, ey. Das war ja anstrengend. Tag 2. So, wieder der gleiche. Let's go. Kann es sein, dass er auf mich steht und deswegen jeden Tag kommt? Rufen Sie mich an, wenn Sie wollen. Ich werde Ihnen meine Nummer geben. 9173. Was ist das für eine Nummer? Ich sage nein. Das ist... Lass mich. Ich habe einen Freund. Nein heißt nein. Ich weiß die Nummer nicht. Wie war die Nummer? Ich rufe die Polizei. Ich fühle mich belästigt. 110. Let's go. Hallo, Polizei. Oder was? Es klingelt tatsächlich. Ja! Ich werde Ihnen meine Nummer geben. Okay, ich gebe dir aber das hier. Was sagst du dazu? 9173. Ich muss gleich niesen. Hey! So. Erstmal wird die Nummer gerotzt. Oh, wieso ist er jetzt auf einmal daheim? Er war doch gerade im Restaurant gesessen. Oh Gott, er freut sich halt richtig, ne? Danke, ich komme wieder. What the fuck? Okay, tschüss. Yummy. Oh, wir heißen Yummy. Er hat ein Geschenk hier gelassen, oder? Nee, er hat's vergessen. Kollege, Sie haben etwas vergessen. Ich habe nichts vergessen. Oh mein Gott, es ist ein Geschenk für Sie. Ich liebe dich. Oh mein Gott, ein Stalker. Ja, ihr Gesicht. Was soll ich da schreiben? U2? Nein, ich will nicht U2 schreiben. Nein. Um Gottes Willen. Wie lange kenne ich den jetzt? Seit 2 Tagen und habe mit ihm vielleicht 2 Wörter geredet, was er essen will. So, hier, nimm. Was, warum? Habe ich so schlecht gemacht? So. Yeah, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh, wer ist das jetzt? To be continued. Irgendwann, der eifersüchtig ist, oder? Nächster Tag. So, let's go. Was wollt ihr? Mein Opa ist ein Priester. Oh, er möchte meine Milch? Meine Milch? Hast du keine Mutter? Der Vater oder du? Um Gottes Willen, der hat einen Mami-Komplex. Okay. Ich schreibe das mal so auf. So, hier ist dann die Milch im Glas. Sollte ich checken. Okay, dann Milch, let's go. Oh mein Gott, das ist pervers. Was? Warum? Warum dreht er durch? Der wollte das... Keine Milch diesmal. Oh mein Gott, wie gruselig schauen die. Du riechst gut. Ich danke Ihnen. Ich kündige. Ich bin zum Abendessen hier. Steak. Wie wär's mit einem Scheißhaufen? Steak, Bier, Burger. Wie viel willst du noch, Alter?
Pizza. Alter, wie viel isst denn du? Steak, Burger, Bier, Pizza, Sprudel. Boah, Wetten, der hat auch für mich mitbestellt. Boah, mein Gott. Vielen Dank für das Abendessen. Willst du danach ein Date haben? Was sollen wir denn machen? Du hast doch schon so viel gegessen. Was sollen... Okay, ich fahre mit irgendeinem auf eine einsame Insel. Was ist denn das immer, diese komischen Side-Stories immer? Was machst du da? Zeichne mit diesem Stock den Rest der Geschichte. Entschuldigung, ich bin 12 und habe einen dummen Humor. Ich hatte recht. Oh Gott, der nächste Creep. Ich liebe das Abendessen hier. Heißer Eintopf. Das kann ich mir auch so merken. Kaltes Bier. Was war das? Hotdog, Eintopf, Bier. Look at this! Boah, sieht das geil aus. Ey, das sind so gruselige Kunden, ey. Ich danke. Also außer der Sache mit der Milch und dem komischen Typen, war es bis jetzt in Ordnung. Was ist denn los mit dir? Warum dreht er denn durch? Was habe ich denn gemacht? Hä? Weil ich einen anderen Typen bedient habe? Was ist das für eine toxische Scheiße? Okay, toxische Beziehung des Grauens. Da kriegst du auf jeden Fall von mir einfach mal übelst den hier. So. Das soll übrigens ein Mittelfinger sein. Das ist meine Antwort dazu. Puh. You. So. So fixt man Beziehungen. Holy shit, ich entschuldige mich auch noch. Und das reicht. Oh ja, das hat ausgereicht, oder was? Und schon wieder dieser komische Typ. Was ist denn das die ganze Zeit hier? Okay, was ist los mit dir, Kollege? Es ist heiß und ich bin durstig. 3 Pizzen. Weil wenn du durstig bist, 3-mal Pizza, 5-mal Limonade. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Hier, bitteschön, mein Freund. Boah, holy. Was, warum war es daran falsch? Was habe ich denn falsch gemacht? 3 und 5. Ah, ich habe ihm zu viel gegeben. Ich habe zu wenig gegeben, ne? So, hier, bitteschön. Ja, jetzt endlich. Was, warum war es denn falsch? Oh nein. Oh nein, scheiße. Na, warte mal, wie viel kann ich dem eigentlich hinstellen? So, wenn du gerade rumnervst, dann einmal alles, du Schwein. So, hier. Oh mein Gott, heirate mich. Wie schnell geht denn das eigentlich? Aber ihr Gesicht die ganze Zeit. Ich will nicht. Vor allem, dass ich auch immer nur so unpersönlich antworte. Das ist ja voll die schreckliche Beziehung. Oh mein Gott, dieser Kuss. Hey, immerhin, ich arbeite seit 11 Tagen und bin jetzt schon verheiratet. Läuft doch. So, Girl, was darf's sein? Eine extra lange Wurst habe ich gelesen. Hier wie die Church. Versprechen Sie Ihre Liebe. Was? Nein, nein, nein. Oh Gott, ich bin zu nervös, um zu sprechen. Jetzt kommt der von oh Papa, das war mein Vater die ganze Zeit. Der mich beobachtet hat. Du. Und die Typen vom Restaurant sind auch alle da, die sich die ganze Zeit gleich bewegen. Wir sehen alle gleich aus. Ei, du. Das ist doch der, der auch bei mir war. Ich erkläre euch nun zu Mann und Frau. Oh Gott, das Gesicht. Holy shit. Oh, was ist das? Oh, oh. Ist das eine Affäre? Oh, oh. Okay, wer kommt da jetzt rein? Oh, hallo, Keanu. Oh mein Gott, da würde ich genauso schauen. Und er ist 2 Meter groß. Soll ich meine Unterschrift schreiben? Ja, bitte, auf meinen Arm. Oh Gott, es ist der schon wieder da. The best mom. Du hast eine Mutter? Ein schwarzer Kaffee. Du? Bist du viel zu jung dafür? Ich werde es nicht. Noch einen Saft. Was? Vielen Dank, dass Sie auf Dinosaur... Was? Genießen Sie Ihren Flitterwochen. Hilfe! Ach du lieber Gott. Oh mein Gott. Tolle Flitterwochen, Mann. So stelle ich es mir vor. Es ist gefährlich. Steigen Sie ins Auto. Schnell öffnen Sie das Tor. 1-1-0. Was für ein beschissener Tag. Vielen Dank für das Abendessen. Möchten Sie danach ein Einkaufsdatum machen? Kollege, erstmal weiß ich nicht, was du mit Einkaufsdatum meinst. Und zweitens bin ich deine Frau. Hör auf, mich zu siezen. Oh mein Gott, was ist das? Alles Gute zum Geburtstag! Oh oh, ist bestimmt die Ex, oder? Mama, ist die Mama!
Lange nicht gesehen. Ich werde jetzt an ihrer Geburtstagsfeier teilnehmen. Die sieht ihren Sohn auch. Jetzt weiß sie wenigstens, wo es herkommt. Kai! Öffnen Sie diese Box. Danke, ich bin glücklich. Oh Gott, diese einheitlichen... Was ist schon wieder irgendein komischer Typ, der hier wartet und sich freut. Okay, Leute, ich würde sagen, wir haben genug in diesen Beruf geschaut. Natürlich findet es nicht immer so statt, aber ihr wisst ja, die Mobile Games übertreiben gerne. Reicht auf jeden Fall für heute. Lasst gerne einen Daumen nach oben, dabei ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und empfehlt mir gerne weitere dumme Mobile Games oder generell irgendwelche Games, auf die ihr Bock habt. Dankeschön. Und jetzt...